Hallo und schön, dass ihr wieder da seid zu Teil 2. Wir schauen uns also jetzt hier in unserer Trilogie die aktuelle Situation, die gegenwärtige Situation an. Neugierig, neugierig. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, die war alles andere gerade als schön, sondern sehr schmerzhaft für dein Gegenüber. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es ihm denn so gegenwärtig hier geht, ne? Oder was gegenwärtig gerade auf dem Plan steht bei deinem Gegenüber. So, schauen wir mal. Ja, hier haben wir das Teufelchen. Jetzt versucht er natürlich, hier raffiniert zu sein, ne? Weil man ist ihm halt schon auf einige Sachen draufgekommen, wie auch immer das sich da in der Vergangenheit dargestellt hat. Und jetzt versucht man natürlich irgendwie aus dieser Hausnummer rauszukommen. Ja? Also wir haben hier raffinierte Vorgänge aktuell. Haben wir auch ein sehr ausgefuchstes Kerlchen, muss man auch mal so sagen. Und auch hier liegt nochmal so, dass man sagt, naja, du hast schon noch einiges auf dem Kerbholz, mein Freund. Ne? Also ganz so läuft es noch nicht. Schauen wir mal weiter. Wir haben hier den Sommertraum. Ja, er will natürlich wieder Wärme und Geborgenheit haben, weil irgendwo ist ja diese, war das ja eine absolute Nullnummer. Und man ist jetzt so in einer euphorischen Stimmung drin, dass man das jetzt einfach auch wieder hinkriegt. Ne? Also man ihm fällt das Lügen anscheinend immer noch leicht. Das ist unfassbar, ne? Also nach dem, was wir hier jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, ist er aber euphorisch genug zu glauben, dass er das jetzt hinkriegt, ne? So, letzte Karte an, so, und in den Fesseln, jo, eben nicht, ne? Wie soll es denn auch anders sein? Hier sind zu viele Glaubenssätze, denen er immer noch folgt, ne? Und er versucht über diese Sachen, versucht er jetzt wieder hier Glücksgefühle zu bekommen, er versucht wieder gut drauf zu sein, ist für mich einfach so, dass man sagt, ja, du versuchst oder er versucht jetzt hier wirklich diese Fassade, ja, wo man ihn eh schon eine wirklich reingedroschen hat, jetzt in der Vergangenheit, versucht er tatsächlich immer noch aufrechtzuerhalten. Also er lässt sich wieder nicht von seinen Gefühlen leiten, sondern er lässt sich wieder von seinem Verstand leiten. Und das sieht man hier sehr schön, weil er einfach immer noch hier sich viel verbietet, sich eingrenzt, verzichtet einfach darauf, irgendetwas zu machen. So, und wir haben aber hier schon die Beichte in der Hauptenergie. Das heißt, das wird, also das, was er jetzt hier wieder versucht, zu lügen oder zu vertuschen oder sowas, das wird aber gelüftet werden. Also er kommt aus dieser Hausnummer definitiv nicht mehr raus. Also auch wenn er, und wenn er jetzt natürlich wieder versucht, diese gleiche Schiene, wo man ihn eigentlich schon darauf hingewiesen hat, mit einer Sache, die sehr schmerzvoll war, ja, da möchte ich hier jetzt eigentlich gar nicht wissen, was da als nächstes kommt. Ne? Aber das schauen wir uns natürlich an. Das heißt, hier werden die weiteren Lügen, ja, die stehen schon in der Pipeline. Die weiteren Lügen stehen schon in der Pipeline, die hier aufgedeckt werden. Und dann kommt er nicht mehr raus aus dieser Sache, dass er wirklich Tacheles redet. Es ist unfassbar, dass man es wirklich bis aufs Letzte hier, ne, wirklich aufs Letzte drankommen lässt, dass man sagt, er spielt das Spiel. Er spielt aber hier das Spiel mit dem Universum. Und ich habe ja schon viel in meinem Leben erlebt. Und was ich eins gelernt habe, ist, dass ich mich mit Sicherheit nicht mehr mit der göttlichen Macht in irgendeiner Weise anlege. Weil das hat noch nie einen guten Ausgang gehabt. Na, du kriegst sofort eine in die Fresse rein. Und gerade in der schnellen Zeitenergie, wo wir jetzt drinnen sind, ja, also ich weiß nicht, mir fällt es halt auf, ne? Die Zeit rast wirklich und es ist auch wirklich so, dass diese Sachen, die man macht, die Konsequenzen nicht mehr lange auf sich warten lassen. Also das geht schon rucki zucki. Man muss sich wirklich gut überlegen, was man tatsächlich macht, ja, weil sonst hast du hier gleich wieder die Quittung auf dem Tisch. Und er ist halt wirklich jemand, der hier zu Tisch gebeten wird dann, wo man sagt, pass mal auf, was du hier machst, mit den Gefühlen anderer vielleicht zu spielen, ja, oder dass du ständig nur an dich denkst, ja, dieses egoistische, respektlose, hochmütige Verhalten, das wir ja schon im ersten Teil gesehen haben, ja, das wird ihm hier dann zum Verhängnis werden. Definitiv, ja, also das wird hier hochkommen und kann dann natürlich auch passieren, ne, weil wir hier den Warteposten haben, dass ihm das mit einer anderen Person dann gezeigt wird oder dass es durch eine andere Situation herbeigeführt wird, dass man einfach auch hergeht und sagt, so, dann nehme ich auch keine Rücksicht mehr auf dich.
Ja, dann mache ich hier gar nichts mehr. Ja, ich schaue nicht mehr auf dich, ich achte nicht mehr auf dich, ich höre dich nicht mehr, sehe dich nicht mehr. Einfach genau im Umkehrschluss das, was er gemacht hat. Ja. Und dann rutscht der Mensch jetzt erstmal hier in die Bedürftigkeit ab, weil das hat er mit einem liebevollen Umgang, den wir hier sehen, im Endeffekt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern hier ist so viel Schmerz im Hintergrund, ja, und so viel Toxis, ja, und diese verbalen Angriffe, die wir hier haben, dass man sagt, so geht das hier aber nicht weiter. Ja, und der wird auch keine ruhige Nacht mehr haben, das kann ich euch sagen. Ja, also der wird, gegenwärtig hat er auch schon keine ruhigen Nächte mehr, sondern ja, der hat auch überhaupt keinen Plan mehr, wie es hier weitergeht. Also der wird, oder das wird jetzt gegenwärtig hier passieren, dass es nur noch undurchsichtiger wird und nur noch schlimmer wird im Endeffekt. Und mit dem Schneewittchen sehen wir hier schon, dass dieser Mensch eigentlich jetzt gerade in der Situation ist, oder ja, dass er blindlings in sein Verderben reinrennt, ne? Wenn er das hier so weiter praktiziert. Was er ja gerade gegenwärtig anscheinend vorhat. Okay, wir schauen uns jetzt aber mal das Teufelchen an. Ich bitte um zwei Karten. Da läuft mir schon wieder die Gänsehaut hier. Der Brief. Guckt euch das an. Und der Mond. Der klügelt aus, ne? Der guckt jetzt am besten, wie er das über die Kommunikation hingehen kann. Ne? Schmiedet irgendwie so ein Plänchen. Ne? Ich sage, der ist raffiniert, der ist ausgefuchst. Der versucht jetzt hier über die Kommunikation, der muss nachdenken, wie spricht er jetzt am besten, wie bleibt er da drinnen. Ne? Aber das wird ihm hier zunichte gemacht. Das wird man ihm blockieren. Weil es hier um einen Weg geht, der einen Ausgleich führen soll. Und das führt nicht in einen Ausgleich. Und der Herr wird hier noch sehr viel Kraft brauchen. Na? Und es kann sein, dass hier vielleicht auch ein Freund, na, hier ihm über die Öffentlichkeit etwas sagt, na, wo er sich noch hier momentan in der Sicherheit wiegt, sage ich jetzt mal, wo er aber wieder quasi ein Geschenkchen übermittelt kriegt, damit es hier zu einem Ausgleich kommt. Sehr schöne Karten, na, weil das Universum macht ja nichts, was uns schaden soll, sondern es soll ihm ja dienlich sein. Aber das, was er hier vorhat, na, das wird man ihm hier blockieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen Klärungskarten dazu sagen. Also er überlegt, wie spricht er denn jetzt am besten? Weil einiges ist jetzt schon, ne? Jetzt muss man natürlich wieder schauen, ne? Wieder eine neue Lüge erfinden oder an die andere alte Lüge anknüpfen, damit man dieses hier halten kann. Also mir läuft gerade wirklich der Schauer über den Rücken, Leute. Was es echt nicht sein kann. Ja. Und die Sense. Die Sense, der Turm und der Anker. Das wird ihm so abrupt hier, also da gibt es ein abruptes Ende rein, damit das endlich hier aufhört. Das wird abgelöst, ja. Also was immer er jetzt davor hat, der Plan geht ihm hier nicht auf. Das wird ihm blockiert. Und wenn es blöd hergeht, dann schmeißt man ihn so dermaßen hier in die Einsamkeit rein oder in die Isolation, dass erstmal überhaupt gar nichts mehr vorangeht. Und unter Umständen, wenn das jetzt zum Beispiel hier auch seine Arbeit betrifft, ja, weil wir den Anker dabei liegen. Und das heißt, dass er jetzt schon wieder versucht, in der Arbeit die nächste Lüge hier auf die Schiene zu bringen, nur damit er nicht dumm dasteht oder damit jetzt hier seine Sachen da nicht komplett hochfliegen, dann kann es so sehr sein, dass er hier sehr spontan seine Arbeit verliert. Dass man ihn kündigt, zum Beispiel. Ja? Dass es ja ein abruptes Ende in der Arbeit gibt. Weil wenn man da hin draufkommt, kein Arbeitgeber wird sich das gefallen lassen. Vor allem weiß ich ja nicht, was er genau macht. Ja, also so ist es zum Beispiel in der Arbeit. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es ihm auch dann noch seine Finanzen kappt oder dass er hier vielleicht schon den Warnschuss bekommen hat. Und wenn er jetzt versucht, sich da irgendwie nochmal
Entschuldigung, sich aus der Affäre zu ziehen oder eine erneute Lüge zu machen, dann kann das unter Umständen hier wirklich ein sehr bitteres Ende nehmen. So, im arbeitstechnischen Bereich, sage ich jetzt mal. So. Kann auch sein, dass er hier plötzlich auch irgendetwas mit Amt oder so zu tun hat, dass da plötzlich irgendwas reinkommt. Dass man ihn anzeigt zum Beispiel, ja, oder dass er plötzlich eben ja, vielleicht auch mit der Polizei zu tun bekommt oder irgendwas, ich weiß nicht, braxelt, ja. Bei dir kommt er auf jeden Fall hier nicht weiter. Ne? Das kann auch das abrupte Ende dann sein, dass du sagst, so, dann löse ich mich komplett ab. Dass er dann eben genau da wieder an die Wand läuft. Also der kriegt hier so eine Klatsche. Und das, was er hier vorhat, ja, sein Neubeginn oder wie, was er da, ne, wenn wir hier mit dem Sommertraum sehen, seine euphorische Stimmung und so weiter, die wird hier sehr schnell umschlagen. Also so, wie er sich das ausgemalt hat, wird das hier nicht sein. Da wird sich was verändern. Da kommt hier schon wieder der Stress rein und die nächste Belastung. Wow. Okay. Ja, Leute, was soll ich sagen? Was soll man sagen? Kannst du eigentlich gar nichts mehr sagen. So, da haben wir die Torschlusspanik. Ja, da würde ich auch Torschlusspanik. Also der ist richtig angeschossen. Der ist richtig angeschossen. Und jetzt handelt er natürlich. Und aus diesen Handlungen raus, die sehr spontan hier passieren, wo man wieder quasi nicht nachdenkt, ja, kriegt er quasi die nächste auf die Mütze. Weil hier kommt der Druck jetzt rein. Ja, hier kommt der Druck über die Spiritualität. Hier kommt der Druck von außen. Und der wird immer panischer werden jetzt dann, weil er genau weiß, dass er da nicht mehr aus dieser Hausnummer rauskommt. Und er wird auch irgendwelche Erwartungen nicht mehr erfüllen können. Also das heißt, er wird nicht mehr, er wird zu spät sein. Ja, also es wird auch zu spät sein. Gegenwärtig wird es dann zu spät sein. Und er verpasst hier tatsächlich wieder eine Chance, die man ihm eigentlich in der Vergangenheit schon gegeben hat. Ja, wo man ihn eh schon darauf hingewiesen hat, dass man sagt, es ist 5 vor 12, Junge. Tu das nicht. Ja, jeder Topf findet seinen Deckel. Diese Karte ist jetzt hier in diesem Zusammenhang zu deuten, dass man sagt, er wird noch in großes Erstaunen gebracht werden. Er wird noch in großes Erstaunen gebracht werden, weil jetzt läuft hier der Autopilot. Das heißt, er hat aktuell gar keinen Eingriff mehr in irgendwas, sondern er hat jetzt was gestartet, das jetzt automatisch abläuft. Und hier haben wir eigentlich schon wieder die optischen und akustischen Warnsignale, weil ich das gerade lese. Also das heißt, Warnungen ohne Ende, gell? Aber jetzt hat er hier was eingeschaltet, den Autopiloten. Oder jemand hat den Autopiloten eingeschaltet, wo man gesagt hat, so, er kann es nicht, dann müssen wir diese Sache hier übernehmen. Weil hier ist einfach, ne, mit der Doppelmoral, ich hatte das auch in den letzten Legungen immer wieder gesagt, mit dieser Scheinselbstlosigkeit und so weiter. Weil hier ist ja jemand, der eine Haltung eingenommen hat, weil zu dem, was er eigentlich sagt und das, was er eigentlich tut, es hinten und vorne nicht mehr zusammenpasst. Also das steht nicht mehr im Verhältnis. Also hier ist nicht so, wie es scheint, ja. Weil er erschafft sich teilweise etwas und dann zerstört das wieder. Und er zerstört es einfach selber wieder. Und so wird er natürlich niemals ankommen, ne? Das ist auch klar. Okay, gut, schauen wir mal auf den Sommertraum hier. Den Baum.
Ja, er hofft sich natürlich hier über diese Art und Weise. Also den Satz, den ich gerade reinkriege, ist, er hat es halt nicht gelernt. Er hat es immer noch nicht gelernt. Ne? Oder das hat, was heißt gelernt? Diese Schelle, im wahrsten Sinne des Wortes, wo jeder andere vielleicht schon gesagt hätte, okay, ich muss mir da, glaube ich, mal was anschauen. Es ist bei ihm nicht angekommen. Sondern er denkt sich jetzt, ja, das kriege ich hin. Ich werde erfolgreich sein mit dem. Ziehe ich durch jetzt. Und genau aus dieser Torschlusspanik, ne, dieses unüberlegte Handeln, wird man ihm aber, wie gesagt, den Strich durch die Rechnung machen, weil hier haben wir wieder die Blockade. Ne? Man blockiert ihn hier. Und eigentlich macht er sich hier jetzt noch schwieriger, als er eigentlich es haben müsste. Man erschwert ihm jetzt den Weg. Und diesen Ausgleich hier wieder herzustellen, das wird viel Kraft kosten, ne? Weil er meint ja jetzt hier, ja, ja, das entwickelt sich alles super, ich bin erfolgreich, das kriege ich schon hin, ne? Genauso wie ich es hier mache. Da bin ich auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Die Störche, die Sterne und das Herz. Und unterm Duck haben wir den Fuchsen. Völlig, völlig falsche Hausnummer hier. Aber völlig falsche Richtung, völlig falsche Entwicklung. Und auch hier sorgt wieder die Spiritualität für die Veränderung. Und der wird hier noch die Klarheit bekommen, was es heißt, auf sein Herz zu hören oder was es heißt, aus dem Herzen heraus zu entscheiden. Weil das, und das bewegt sich schon, guck mal. Und der bewegt sich hier ins Aus. Ne? Also das heißt, hier haben wir den Stillstand, auch hier wieder die Öffentlichkeit mit dem Bären. Ne? Da wird keine schöne Einladung kommen, mit Sicherheit nicht. Keine schönen Nachrichten, die er hier erhalten wird. Also mit Sicherheit wird er Kummer und Sorge haben über irgendetwas, was ihm hier präsentiert wird. Und das kann hier eben, wie gesagt, der Arbeitgeber sein, das kann eine Autoritätsperson sein, ich sage ja vielleicht ein Anwalt, Polizei, irgendwas, irgendeine Autoritätsperson, die ihm aufzeigen wird, na, was hier eigentlich Sache ist oder wo er halt wieder den nächsten Schnitzer kriegt. Schnitzer, ja, ist jetzt eigentlich noch Humor angesagt, ne? Also hier haben wir in der Wiederholung die Nachrichten, ne? Wo er sich erhofft, dass er da irgendwas Gutes kriegt, aber es wird nur noch komplizierter und verwickelter und verstrickelter. Also es wird nur noch schlimmer werden. Und wieder der Fuchs, im Endeffekt, wo es um Lebenslügen geht. Ne? Der Fuchs hat in den Baum auch hier geguckt. Zeige ich das nochmal. Guckt in den Baum rein. Das ist eine Lebenslüge, die er lebt. Und zwar schon seit längerem. Und das kommt jetzt in Fahrt und wird beendet. Ne? Also da gibt es jetzt, wie ich schon sagte, kein Zurück mehr. Hier haben wir auch noch den Schlüsselbund, also wo das auch nochmal bestätigt wird. Und hier haben wir auch nochmal die Geheimnisse, die an die Oberfläche kommen. Also hier wird einiges nochmal aufgeschlossen. Aber wie gesagt, es wird wieder hier durch die Spiritualität eingeleitet. Ich sag ja, der läuft auf Autopilot. Hier hat man die Führung bereits übernommen. Und das ist im Endeffekt, kriege ich gerade den Satz rein, man hat jetzt hier wirklich die Büchse der Pandora geöffnet. Ne? Also man hat ihn darauf, man hat ihn gewarnt in der Vergangenheit, es nicht zu tun. Aber der Herr kann nicht ablassen davon. Aber das ist ja auch klar, weil wenn jetzt alles hochfliegt, wie steht er denn dann da? Na, wie steht er denn dann da? Da steht er da als Verlierer oder als der Dummvogel, wie auch immer. Also er merkt eigentlich nicht, dass er mit seinem Verhalten hier, das er an den Tag legt, sich eigentlich bis in den Hosenboden blamiert.
haben wir hier unter Deck. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne? Zack, es wird alles nur noch schlimmer. Es wird nur noch schlimmer mit dem, was er hier macht. Und das sind einfach, einfach gesagt, unnötige negative Erfahrungen, die er machen müsste, aber die er letztendlich selber herbeiführt. Es ist wirklich unnötig, ne? Es wäre unnötig, aber ja, was unnötig ist und was nicht, das entscheiden nicht wir. Weil hier ist man einfach zu leichtfertig, ja? Und man sucht, und guck mal, man versucht wieder ein Hintertürchen zu finden, ne? Er versucht einfach Hintertürchen zu finden, weil, wenn vorne hier schon die Kacke am Dampfen ist, dann schauen wir, dass wir hinten rauslaufen. Aber genau das wird hier nicht mehr funktionieren. Und hier wird es so weit kommen, dass er hier im Endeffekt zähneknirschend sich mit etwas abfinden muss. Also da kommt schon die nächste Sache wird hier schon eröffnet. Weil dieser Mensch jeglichen Respekt oder Akzeptanz für irgendwas verloren hat. Und das ist einfach nicht mehr duldbar. Und das, was er hier vorhat, ja, da sieht man die Milchmädchenrechnung, die kennt ja jeder, ne? Dass man sagt, die Rechnung wird hier nicht aufgehen, weil die Rechnung hat er hier ohne den Wirt gemacht. Und der Wirt liegt hier da. Okay. Ach, das ist eine Scheiße, echt, ey. So, bitte zwei Karten auf die Fesseln. Der Ring. Ja, Leute, es wird hier nicht besser, gell? Ich sage jetzt nur das, was reinkommt. Die Karten sind für mich heute echt nur so ein Hilfsmittelchen. Hier ist es wirklich so, dass man sagt, wenn der, also das Schlimmste, was ihm jetzt hier wirklich tatsächlich passieren kann, ist zum einen, wie ich schon gesagt habe, dass der seine Existenz verliert. Es wird ihm hier komplett die Sicherheit genommen, also den Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist eigentlich eine ganz irre Kombination, gefällt mir gar nicht, in dem, was ich jetzt als Satz eben reinbekomme, wenn ich das noch so betrachte. Das heißt, das, was sich hier wiederholt, ne, was er da als Sicherheit oder was seine Sicherheit, seine Scheinsicherheit da ist, ja, das wird ihm genommen. Also der wird den Boden unter den Füßen verlieren. Das heißt, der ist so auf dem Abwärtsgang oder auf dem tiefen Fall unterwegs oder den wird man so aufschlagen lassen, wo ich schon sagte, das ist einfach selber herbeigeführt, was überhaupt nicht sein müsste. Also diesen harten Aufprall müsste er eigentlich gar nicht haben. Und wie gesagt, das kann eben über außen sein, ne, dass ihm da wieder irgendwas mitgeteilt wird. Und ich sag's nochmal, der wird hier so viel Kraft brauchen, weil der vertraut hier irgendeine Sicherheit, die nicht da ist. Und da wird es eben einen Ausgleich geben. Und hier haben wir es wieder, die Spiritualität wird dafür sorgen, dass es hier zu keinerlei Unklarheiten oder Missverständnissen mehr kommt, sondern man wird es hier beenden. Und wie das dann ausschaut, gell? Ich habe ja vorhin, falls ihr euch erinnert, gesagt, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aber der wird komplett seinen Halt verlieren. Also diese Sicherheit, die er meint, die wird wegbrechen. Irgendwas wird hier wegbrechen und zwar schon sehr schnell. Klee-Route, Schlüssel. Es wird zu einer sehr schnellen Bereinigung kommen. Also da wird sehr schnell geordnet und strukturiert, mit Sicherheit. Also da ist kein... Da gibt es nichts mehr, weil hier darf etwas Neues entstehen. Und wenn er einen Neuanfang mit dir möchte, na, dann muss jetzt hier was passieren. Aber hier ist es, hier geht es mir nicht so sehr um dich gerade, sondern das ist einfach eine Veränderung in seiner Passivität, weil er ist einfach, das ist zu passiv, hier passiert nichts ungefähr. Ich kann für alles hier die Lorbeeren ernten, weil wenn wir dienen, irgendwas passieren. Ich kann dir lügen, bis sich die Balken biegen, ich muss überhaupt nichts tun. Ich werde den Erfolg einstreichen, ne?
Und genau da dieses Thema der Loyalität, das muss sich hier verändern. Weil das passt hint und vorne nicht zusammen. Das ist einfach nur, er ist ja auch gegenüber dir hier sehr kindisch und naiv, ne, dass du denkst, du wüsstest hier nicht, um was es geht. Dabei weißt du sehr wohl, um was es geht. Das ist ja auch wieder das Strange daran, ne? Gott sei Dank sind wir schon am Ende. Oh Gott. Das Überraschungspaket. Ja. Also, das ist ja eigentlich eine gute Karte, Leute, das Überraschungspaket. Weil hier würde man von einer positiven Sache sprechen. Ist ja auch positiv. Ja, also er wird, wenn man es jetzt mal so betrachten möchte, ist es eine, wird man positiv überrascht werden, ja. Weil es ja dem Guten dient. So. Also er hält dir wirklich wieder ein Geschenk. Und das, was er hier bekommt, das werden seine Erwartungen übertreffen. Und das glaube ich gerne in der Kombination. Das werden seine Erwartungen übertreffen. Und hier ist es wieder so, ne? Also da sieht man so wieder die Wiederholung. Also es war eh schon, wo man sagt, braucht man es nochmal? Ja, braucht man nochmal. Aber diesmal wird es etwas sein, ja, das, wie gesagt, seine ganzen Erwartungen übertreffen wird. Und hier haben wir unter dem Deck, wo gehobelt wird, da fallen die Späne, ne? Und er wird diese unangenehme Seite akzeptieren müssen. Also da gibt es auch kein Zurück mehr. Ich sage ja, also hier werden Entscheidungen und Handlungen, die er gemacht hat, da wird er jetzt die Konsequenzen dafür einstecken müssen. Ich mag ja dieses Wort müssen nicht so, ne? Aber hier ist es wirklich so, dass ich sage, hier wird das einstecken müssen. Weil hier kann man nicht das eine ohne das andere haben. Ja? Hier muss das, was ich ja eben gesagt habe, hier ist ein Ausgleich zu geben. Und da wird er das in Kauf nehmen müssen. Also er, wie gesagt, das ist... Der kann tatsächlich alles verlieren. Ne? Kann der wirklich? Der kann auch sein Zuhause verlieren. Weil wenn dem plötzlich die Arbeit wegbricht, ne, und dann vielleicht noch wegen Verleumdung angezeigt wird und was der Teufel alles, was er treibt, ne? Weil er ist ja so raffiniert, meint er zumindest. So, dann kann es aber hier hinten wirklich ein wirklich sehr bitteres Ende nehmen. Oh, Worst-Case-Szenario, ne? Da geht etwas sowas von gründlich schief, dass man es eigentlich nicht gründlicher schief gehen lassen kann. Wenn er sich nicht, ne, wir haben wieder die Reißleine, das ist eigentlich mit der Reißleine wieder dasselbe, sich da hinein manövrieren und alles zerstören. Er macht sich alles selber kaputt. Es ist, also wie gesagt, mir stellt es hier wirklich, ich weiß nicht, ob man das sieht hier, aber nee, ich glaube nicht, aber mir stellt es hier wirklich die Gänsehaut auf, wo ich mir denke, alter Schwede, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Weil sich wahrscheinlich mancher hier im Video fragt, na, so dumm kann man doch gar nicht sein. Es hat wenig mit Dummheit zu tun, ne? Sondern diese Fesseln, die er hat, er meint, das ist alles richtig, genauso hat er es gelernt, mit dem ist er durchgekommen, es hat wunderbar funktioniert. Die erste Scheibe hat er schon abgekriegt, war eh schon Knaller, aber anscheinend reicht es halt noch nicht. Ja, dann sind wir doch jetzt mal gespannt, wie das zukünftig hier auch schon soll. Ja, also Vergangenheit, Kacke, gegenwärtig, wieder das gleiche Spiel, okay, nochmal eine Extra-Runde. Ja. Lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen. Wir hoffen natürlich das positive Ich jetzt hier. Ne? Wenn du bei Teil 3 dabei bist, freue ich mich. Wenn du hier sagst, okay, es reicht mir, stopp, ich habe alles gehört, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und dann hoffe ich, dass ich dir auch hier genügend Infos geben konnte. Und ansonsten für alle anderen geht es jetzt in Teil 3 weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie es jetzt hier, ja, was er denn jetzt zukünftig vorhat. Ne? Also, bis gleich. Tschüssi.